damit willkommen zu F124, auch hier auf unserem Kanal. Ich freue mich extrem, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter in eine neue Generation. Und ja, wie ihr richtig gelesen habt, gleich kommt unser Fahrer Ayrton Senna. Wir werden mit Williams an den Start gehen. Ich freue mich unnormal, dass ihr dabei seid. Abonniert gern kostenlos, falls ihr noch nicht habt. Und falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne mit einem Däumchen nach oben freuen, während wir hier dieses epische, ja, Season Opening sehen. Monte Carlo, Leute. Oh mein Gott. Ist das schön gemacht. Und da ohne Rennstrecke. Die Bäume zwar da, aber keine Rennstrecke aufgebaut. Okay, dann lass uns mal anfangen. Ja, sorry, lass uns mal anfangen. Du weißt ja, wie das unsere Managerin, so nehme ich mal an. Hab ich, nein, habe ich nicht. Hier sind 80 Seiten komplett überflüssiger Fachjargon. Wie auch immer. Glaub's oder nicht. Ich bin schon ganz aufgeregt. Na los, komm mal mit. Komm, ich muss dir was zeigen. Boah, die Kulisse ist schon mega geil, oder Leute? Das ist echt sehr, sehr nice. Merchandising, Image, bla bla bla. Aber hier kommt das wirklich Interessante. Die Erwartungen des Teams an dich. Du sollst dich die ganze Saison über selbst. Oh mein Gott, guck dich diesen Fahrer mal an. Überall dein Bestes. Ayrton Senna. Nummer 1 im Team. Werde eine Legende. Das volle Programm. Also, hier gibt es den Vertrag dann für uns. Da dürfen wir unsere Konditionen quasi jetzt mal, ich würde mal sagen, minimal dürfen wir die jetzt mal aushandeln. Denn es sind natürlich, wir sind trotzdem ein Rookie. Ich bin hier zwar schon die Nummer 1 im Team, habe mit 57% da mehr Anteile an, ja, am ersten Fahrer. Aber dennoch, hier ist unser Spielerhaus. Ich glaube, jeder von euch hat die Hausnummer 47, glaube ich, oder? Also, ich habe das jetzt schon 3-4 Mal gesehen und da hatte jeder die 47. Also, da darfst du dir jetzt keine Gedanken machen. Vielleicht bekommst du die 1, wenn du Weltmeister bist, aber das macht jetzt wenig Sinn. Hier sind wir also nun im komplett aufgebesserten Hub. Wir sind zwar in einer Fahrerkarriere, aber auch generell. Es sieht so episch aus. Der Fahrer hier, das eher transparent gehalten, während uns hier im Hintergrund noch Jeff erklärt, dass er auch immer noch im Game ist, obwohl es ihn ja eigentlich schon in der Formel 1 ewig nicht mehr gibt, also im Englischsprachigen, aber das kann uns ehrlich gesagt egal sein. Ich würde mal sagen, ihr seid heiß drauf, ich bin heiß drauf, wir gehen mal rein in unser erstes Wochenende, hier also in Bahrain, F124. Abonniert gern kostenlos, schaut unbedingt auf TikTok und Instagram vorbei und wir werden jetzt täglich durchstarten hier mit Content, also freut euch auf jeden Fall und falls ihr nicht habt, drückt unbedingt den Däumchen nach oben. 5,4 Kilometer, 15 Kurven und 3 DRS-Zonen lassen tatsächlich mich ein bisschen hoffen, denn der Williams ist zwar eigentlich, ja, vom Auto her sehr langsam, aber ich würde mal sagen, der Williams kann auch auf den Geraden pacen. Wir sind also hier am Ende von Q2, ich habe ein komplettes Qualifying, wir haben es ins Q2 geschafft und jetzt auch ins Q3. Jetzt heißt es natürlich alles geben, noch einmal alles raushauen und wird das reichen, um ins um natürlich eine gute Position zu haben. Top 10 sind wir schon mal, 3% Regenwahrscheinlichkeit, also hier in der Wüste wird es bestimmt jetzt nicht, ja, einen Monsunregen in 10 Sekunden geben. Das ist mal ganz klar, aber wir gehen mal rein. Aus der letzten Kurve raus, nicht gerade okay erwischt. Ich habe diesen unnormal geilen gelben Helm von Ayrton Senna hier oben. Und wir starten rein in unser erstes finales Qualifying. Es sind zwar noch 9 Minuten, aber ich werde mich dazu entscheiden, nur einen Run zu fahren, weil ich eben schon zu viele Reifen verheizt habe. Aus der Kurve raus, ich fahre hier das Zielmittel, selbst schalten, selbst bremsen und KI-Stufe aktuell mal 90. Aber das wird sich vermutlich die nächsten Rennen dann ein bisschen erhöhen, denn ja, ich muss jetzt mal ein bisschen reinkommen ins Handling. Jetzt aber hier der Kur. Das Handling, ja, viele von euch haben gesagt, das Handling ist komisch. Da habt ihr natürlich einerseits recht, das war jetzt nicht optimal, dass ich mir da gleich mal den kompletten Satz hier zerstöre. Das Handling ist ein bisschen komisch, aber das Auto ist in speziell den schnellen und auch den ganz langsamen Kurven okay, außer beim Kurven raus beschleunigen, da verliert man ein bisschen was. Ja, der Exit war okay, hier ein bisschen gerutscht. Ja, an sich, natürlich muss man sich dran gewöhnen und das ist wie bei allen im Leben. Veränderung gefällt keinem, aber es gibt natürlich hier tatsächlich, ja, Grund, sich drauf zu freuen. Das Handling ist jetzt sehr interessant auf jeden Fall. Hier die ganze Strecke ausgenutzt, aber keinen Track Limit kassiert. Aus der vorletzten Kurve geht es hier raus und wir haben hier
tatsächlich kein Purple, aber damit habe ich auch gerechnet. Ich bin zwar mit alten Zen unterwegs, aber wir haben immer noch eine Gurke. Und ich möchte mich mit dem Williams wieder raufkämpfen zu den McLaren-Jungs, denn wenn der Patch dann kommt, also sagen wir mal so ein bisschen diese Verbesserung, dann wird es noch cooler werden. Ja, gucken wir mal in der Startaufstellung, wo wir gelandet sind. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Senna, Fernando Alonso, Perez, Bottas, Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Albon, Stroll, Hamilton, Joe, Hülkenberg, Gasly, Ocon, Ricardo, Tsunoda und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir also nun auf dem vierten Startplatz. Es ist so crazy. Lights out and here we go! Ab in unser erstes Rennen und der Start ist tatsächlich anders als in F1 23. Es ist schwieriger geworden, vom Fleck wegzukommen und so auch bei uns hier. Ich kann mich zwar auf dem vierten Platz hier halten, aber ich gehe mal ein bisschen vorsichtiger ran, denn der Reifenverschleiß ist unnormal gottlos im neuen Game. Also da müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht direkt mal zu Beginn die Reifen zerstören. Gerade mit dem Williams habe ich mich tatsächlich für das erste Rennen hier für eine konservative Strategie entschieden. Und ich rutsche sehr herum, kein Grip mit diesen gelben Reifen. Ich lasse auch hier mal Lando Norris genug Platz, aber das kostet natürlich auch Zeit, die ich jetzt auf die Spitze verloren habe. Wie gesagt, das Auto hat gottlos, beziehungsweise das Game hat gottlosen Verschleiß. Ich habe tatsächlich mit dem gelben Reifen nach 5 Runden schon fast 40% auf den, nur rechts vorne hier im Bahrain ist es ja halbwegs annehmbar, aber das entspricht natürlich auch der Realität, dass es gerade an heißeren Grand Prix mehr Reifenabrieb gibt. Wir sind jetzt mit 1,4 Sekunden von Sainz weg. Auch ein neuer Aspekt ist natürlich dieses ERS-Management. Man kann natürlich jetzt Hotlap fahren oder wie damals die ERS-Button drücken, aber natürlich geht das sehr auf die Batterie, also habe ich mich dazu entschieden, mal jetzt ein bisschen auf Hotlap zu fahren, denn das ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Man kann hier kaum ERS verbrauchen, ist aber tatsächlich in den Kurven genauso schnell, wie wenn ich Overtake benutzen würde und verbraucht aber kaum das ERS. Jetzt gucken wir uns aber noch einmal die Start-Replay an und da wird es spannend, wie wir da tatsächlich beim Start ordentlich an Platz verloren haben. Das ist echt crazy, gerade hier aus dieser Außenperspektive sieht man das noch viel gravierender. Ich war hier zwar außen und konnte mich hier wieder zurückkämpfen. Ja, Verstappen da im Sandwich hinten von einem Kick sauber überholt worden. Bitte patch das, Alter. Dieser Kick sauber ist das schlechteste Auto am Grid und der fährt da auf Top 5 herum. Ich meine, ich bin auch der Williams, aber wie gesagt, das wird dann in Cheddar schon ganz anders aussehen, denn dann werde ich circa, ja, 95er i fahren. Das wird dann noch einmal einen gravierenden Unterschied machen. Auch generell der Reifenverschleiß, nehme ich mal an, wird in Cheddar viel, viel weniger sein. Wir sind hier am Ende der zweiten Runde und ich kann die Pace der Spitze einfach nicht gehen. Das war auch tatsächlich klar, wenn ich mir angucke, dass Albon schon im zweiten Qualifying-Segment ausgeschieden ist und ich es dann dennoch irgendwie ins dritte geschafft habe. Ist das schon eigentlich gut? Ja, schnellste Rennrunde sind wir jetzt schon über eine Sekunde langsamer. Ich muss mich hier tatsächlich jetzt schon verteidigen in der dritten Runde. Aber Norris setzt noch nicht hier zum Move an. Er zwingt mich so ein bisschen, die Innenseite zu nehmen. Das kostet auch beim Rausbeschleunigen jetzt mehr Zeit. Aber mal schauen. Vielleicht können wir hier einen guten Platz mitnehmen. Vierte Runde, meine Lieben. Und wir sind, ja, eigentlich von der Pace her konstant, würde ich mal sagen. Es sind immer um die 3 Sekunden. Ich kann sogar teilweise schneller in manchen Sektoren. Natürlich, auf der Geraden bin ich ein bisschen schneller wie der Mercedes vor mir. Dafür verliere ich halt in den Kurven wieder enorm. Auch neu ist natürlich, dass man jetzt nicht mit dem Teamkollegen mehr zusammen managt, sondern jetzt jeder einzeln für sich die Abteilungen managen muss. Und jetzt hier noch einmal der nächste Angriff von Lando Norris. Der Grand Prix-Sieger ist hier tatsächlich sehr, sehr hart dran. Und wie habt ihr das eigentlich gemacht mit eurem, mit diesem ganzen EMF, keine Ahnung, mit diesem Schalt ERS-Anzeige, habt ihr die wieder raufgesetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Jetzt zieht er vorbei. Das kann aber gut sein für uns. Somit kann ich mich hier besser aus der Kurve raus positionieren
und bekommen natürlich auch DRS, denn das ERS ist aufgebraucht. Aus der letzten Kurve raus wird es reichen, um ihn Back-to-Back überholen zu können. Und tatsächlich, spät ziehe ich hier davon und es geht. Wir überholen Lando Norris und sind erneut auf dem vierten Platz. Aber natürlich wird das heute nicht der einzige Angriff werden von den Jungs da. Also ich denke mal auch, ja, Bottas wird es jetzt nicht so schwer machen. Aber ja, Norris und vor allem auch natürlich Red Bull ist auch hinter mir. Und jetzt gibt es auch so kleine Challenges hier zwischendurch. Denn eine Vorgabe ist zum Beispiel für 10.000 Sekunden, also das ist eine Null zu viel, aber egal, für 10 Sekunden 137 Grad maximal dem Motor zuzufügen. Ich bin jetzt hier bei 33, das sind eigentlich eher läppische Challenges, die man quasi auch nicht beeinflussen kann. Denn ja, ich meine 137 ist ja schon klar, nicht die Drehzahl hochfahren lassen, aber wenn ich auf der Geraden fahre, kann ich jetzt da auch nicht viel ändern. Zwei verbleibende Runden, um das Ganze abzuschließen, und wir haben noch 1,1 verbleibende Runden, und jetzt ja wird das eher ablaufen, denn ich muss jetzt an die Box gehen und wir gehen mal rein. Wir reagieren quasi. Ich war eine Runde später drinnen als Lando Norris, als George Russell. Ihr seht, Sainz ist mit uns reingekommen. Mal gucken, wie schnell die Boxenstops gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die auch langsamer geworden sind. Ja, und das sind sie auch. 2,5 Sekunden Standzeit. In der Box gewinnt man jetzt auch eher weniger ERS. Da kommen beide angeschossen. Schaffe ich es hier tatsächlich, vor den beiden Jungs rauszukommen? Das wird ganz, ganz knapp, Leute. Aus der Box raus. Und wir werden hier... Hä? Der Overcut hat was gebracht? Russell war so unnormal weit weg. Ja, jetzt ist hier fast... Ja, Mann. Da rutsche ich neben die Strecke. Diese weißen Reifen sind ja ganz, ganz, ganz große Scheiße. Also wirklich... Diese weißen Reifen kannst du einfach nicht fahren. Ich quetsche mich hier dennoch mal vorbei und übernehme hier quasi virtuell gesehen mal wieder den vierten Platz. Aber ich bin echt überrascht, dass wir Russell mit einem Overcut hier gefährlich werden konnten. Also generell, wie nah ich hier wieder dran bin, das waren 6 Sekunden. Und jetzt auf einmal bin ich wieder hier dran. Das ist echt ganz, ganz komisch. Und diese Challenge geht hier tatsächlich weiter. Also, ich habe es noch immer nicht ganz geschafft, Zeit über der Temperatur. Achso, ich muss höher. Achte darauf, dass der Motor nicht länger als 10 Sekunden pro Runde, okay. Aber ja, das ist eh gleich vorbei und ich bin eher daran konzentriert, hier eine gute Rennleistung abzuliefern. Denn der Verschleiß wirkt mir bei Williams jetzt nicht so gravierend, 1,5 Sekunden. Gelb, ja, das ist jetzt auch neu. Das ist hier tatsächlich auch eine quasi gelbe. Ja, wenn du viel langsamer bist, bist du jetzt nicht mehr rot, sondern einfach nur gelb. Denn das war ja auch eher so, rot gibt es eigentlich fast nicht. Da bist du immer gelb und das ist jetzt auch oben cool. Ich würde es noch cooler finden, ja, du hast natürlich den Vergleich, aber wenn du da drüber fährst, jetzt kommt wieder Norris. Ich habe es abgeschlossen, es hat funktioniert hier und Norris schießt hier zwar vorbei, lässt uns aber auch noch außen die Tür offen, um dran zu bleiben. Und das reicht hier tatsächlich, jetzt wird es aber ganz, ganz eng werden. Ja, durch die Innenseite musste ich hier quasi driften. Wir gucken uns die Replay mal an. Das war vierte Runde, der erste Angriff von Lando Norris. Der zieht hier an der linken Seite mal ran, hilft aber nicht ganz. Also das ist nicht ganz gelangt, ist nicht ganz da dran gekommen. Und da wird es auch in der ersten Runde ganz, oder sagen wir mal in der ersten Kurve ganz knapp, hier die ganze Strecke ausgenutzt, aus der letzten Kurve raus den Schwung mitgenommen. Ihr seht, ich blinke schon, das ERS war schon auf 10%, glaube ich. Und da konnten wir uns dennoch wieder an Norris dran sorgen. Trotz des Mehrschwungs und natürlich auch dank der DRS-Hilfe bin ich hier easy wieder vorbeigegangen. Und das mit einem Williams, ja, ich glaube tatsächlich, dass das noch gepatcht gehört. 11. Runde mittlerweile, ja, die Spitze vorne ist echt, aktuell schaut es eigentlich mal gut aus. Ja, Yuki hat 12 Runden, na sagen wir mal 11 Runden auf dem roten Reifen ausgehalten. Also das wäre bei mir nie in meinem Leben, never in my fucking life, wäre sich das ausgegangen. Auf 12. Runde geht der gerade mal in die Box. Also da wäre schon, da wäre mein gelber Reifen schon tot gewesen. Also tatsächlich ist der Yuki ein Reifenflüsterer, glaube ich. Glaube ich tatsächlich hier aus der Kurve raus. Und ja, ihr seht es auch, das Auto arbeitet. Man merkt die Bodenwellen tatsächlich auch, das bergauf, bergab. Und tatsächlich, wenn du auch so ein paar Replays anguckst,
siehst doch, wie die Bumpers, also diese Stoßdämpfer, auf und ab gehen. Also die haben da wirklich, auch beim Anbremsen, neigt sich das Auto dann teilweise leicht nach vorne. Es ist wirklich sehr schön gemacht, das ganze Spiel. Generell, es soll natürlich der Simulation mehr ähneln, aber ich bin Controller-Player. Ich kann euch sagen, auch viele Lenkrad-Player oder keine Ahnung, die sich darauf ausreden, dass das Handling jetzt eher an die angelehnt ist, die mit dem Controller fahren. Das ist ein kompletter Schwachsinn, also wirklich. Wir haben genauso mit dem Controller hier diese Probleme wie ihr mit dem Lenkrad. Es ist tatsächlich eher ein plattformübergreifendes Problem. Und ja, eins ist auf jeden Fall ein Problem. Wenn ich mich weiter so spiele, wird Lando Norris hier easy an mir vorbeigehen. Und der zieht hier schon einmal rechts vorbei. Immerhin schenkt er uns jetzt das DRS und ich darf vorne bleiben. Das war ein ganz, ganz wichtiger strategischer Move hier, um auf P4 zu bleiben. Also wenn ich das wirklich ins Ziel rette, das wäre schon echt bombastisch. Also die Grundpace vom Williams ist jetzt nicht so schlecht. Das große Problem ist einerseits der Reifenverschleiß und andererseits natürlich auch,